Hallo auf meinem Ingenieurskanal. Heute habe ich wieder mal ein Thema, was auf den ersten Blick überhaupt nichts mit Ingenieurwesen zu tun hat. Es ist aber so, dass trotzdem hier letztendlich ingenieurmäßiges Denken gefragt wird. Und darum geht es ja hier auf dem Kanal. Und hier möchte ich dann ansetzen, Sie zu fragen, wo jetzt die ganzen Probleme liegen bei der Diskussion auf dem Internet. Beispielsweise gab es heute bei der Bild-Zeitung eine Diskussion zwischen einem Polizisten und einem Cannabis-Befürworter. Der Polizist erklärte, Cannabis ist ganz gefährlich und so weiter. Und der Cannabis-Befürworter argumentierte natürlich, Alkohol ist eigentlich viel gefährlicher. Was legalisiert ihr das doch nicht? Das ist alles Blödsinn, sagte der. Das ist doch viel ungefährlicher und damit müsst ihr das, weil das ja ungefährlicher ist, legalisieren. Dann gibt es noch Rechtsanwälte auf YouTube, die jetzt auch darüber sprechen. Und jetzt kommt das ingenieurmäßige Denken. Wir haben Rechtsanwälte, Polizisten und Befürworter, die diskutieren herum. Stellt sich aber die Frage, wer fehlt in diesem Konsortium? Denken Sie mal drüber nach. Wir kommen gleich darauf zurück. Ich werde versuchen, Ihnen bei der Beantwortung dieser Frage zu helfen. Und zwar haben wir hier beispielsweise einen Artikel über Ibis und jetzt haben wir, welche Auswirkungen hat Alkohol auf Augen und Gehirn? Und hier wird dargestellt, dass das ganz gefährlich ist und das ist toxisch, was richtig ist, muss aber die Leber abgebaut werden, wie andere Dinge auch. Und dann, Alkohol ist ein Zellgift, steht da oben. Alles richtig, neurobiologische Auswirkungen des Alkohols und dann beim Abbau und dann gibt es einen Kater, das ist meistens durch die Fuselalkohole. Und dann stolpert man plötzlich über eine Kurve. Aufnahme und Abbau vom Alkohol. Das ist eine Kurve. Ja, das ist lustig. Warum brauchen wir die Kurve? Ja, und zwar steht da, okay, wir fangen an, zeitlicher Verlauf der Blutalkoholkonzentration einer Frau mit einem Körpergewicht von 60 Kilogramm nach Trinken von einem Liter Bier mit 4%. Und wir sehen, wir haben eine Kurve, die ist ziemlich flach und gerade wichtig. Die Sache ist die, beim Alkohol, wo ist das Problem? Alkoholabbau kann man ausrechnen. Ja, und wer macht das? Wer fehlt in dem Konsort in dieser Diskussionsrunde? Leute, die das rechnen. Und das sind die Toxikologen an den rechtsmedizinischen Instituten. Die fehlt nämlich die Person. Weil irgendwie muss man das ja bewerten können. Wir müssen davon ausgehen, dass wenn jemand unter Alkoholeinfluss jemanden tot gefahren hat, man ja gucken muss, wie viel Alkohol er im Blut gehabt hat und unter Umständen ein halbes Jahr den Führerschein los wird. Und das ist eine reproduzierbare, abnehmende Kurve, wie wir hier sehen. Das ist Ingenieurwesen. Ich muss etwas reproduzierbar machen. Und anhand dieser reproduzierbaren Daten kann ich dann jemanden sogar ins Gefängnis stecken. Das ist ganz wichtig. Wir leben in einem Rechtsstaat. Offensichtlich wollen wir das scheinbar nicht mehr. Sehen wir gleich. Also das ist das. Wir leben in einem System und da muss man fachübergreifend denken. Und der Wichtigste ist hier, der die Daten dann rausgibt anhand eines Gutachters. Da sitzt dann einer vor Gericht und muss dann dem Richter Rede und Antwort stehen. Im Zweifelsfall, wie viel Blutalkohol das gewesen sein kann und wie gefährlich das ist und so weiter. Und da sitzt dann ein Gutachter, der das da eben ausgerechnet hat und der sich auf seine mathematischen Daten verlassen kann. Das ist Alkohol. Und deswegen ist Alkohol zugelassen, weil ich das nachträglich prüfen kann. Wenn einer Blutalkohol nach 2 Stunden nach dem Unfall abgenommen hat, kann man das hochrechnen, wie viel er vor 2 Stunden gehabt hat. So, jetzt gehen wir zu THC. Und hier lässt sich auch jemand drüber aus. Cannabinoide, Straßenverkehr, Abbaukurve von THC. Cannabinoide sind nicht linear. Ja, Fahrtauglichkeit und so weiter pro Blutzellen wieder einstellt. Tausendfach kann diese Frage nicht exakt beantwortet werden. Und hier liegt der Knackpunkt bei der ganzen Geschichte. Hier unten ist es auch noch, hier steht es extra drin irgendwo. Da unten.
Warum alles unberechenbar bleibt? Wenn ich jemanden habe, der zugekifft Auto fährt oder irgendeine Straftat begeht, muss ich das halt nachträglich nach mehreren Stunden prüfen können. Und hier haben wir ein Problem. Das wird auch chemisch noch liegen, dass es da verschiedene Zusammensetzungen gibt. Da kenne ich mich nicht aus, aber es ist grundsätzlich so, wir leben in einer technischen Welt, wo wir reproduzierbare Ergebnisse haben müssen. Und beim Cannabis ist da nichts zu machen. Das kann man nicht nachträglich nachweisen, wie viel der dann gekifft hat. Da ist das große Problem bei der Zulassung von Cannabinoiden für den Straßenverkehr oder wo auch immer. Es mögen zwar Leute sagen, natürlich, ich rauche, also ich mache das nicht, aber wir wissen, es gibt immer Deppen. Das ist bekannt. Auch jeder, der mit Alkohol Auto fährt, ist auch ein Depp. Aber es wird trotzdem gemacht. Also wir haben also einmal das Ding, da kann ich nichts nachweisen und das wird für die Richter extrem problematisch, dann Leute dann zu verurteilen, weil ja der Gutachter kann nichts sagen, weil das ist ganz das kann man nichts sagen. Hier sind auch die Kurven drin, die irgendwie abnehmen. Ob sie irgendwo gefunden ist, letztendlich egal. Auf jeden Fall steht es da. Es ist nicht reproduzierbar und deswegen hat man da ein Problem. Und dann gibt es noch ein Problem, das steht da nicht drin. Und zwar der Cannabis-Zulassungsbefürworter redet immer davon, dass Cannabis ja ganz ungefährlich ist und so weiter. Das mag vielleicht sein. Aber wo ist noch ein Problem? Weil wenn ich eine Risikobetrachtung von einer Maschine mache, steht da unten nämlich auch drin, gibt es da vielleicht Effekte, die sich gegenseitig beeinflussen. Und bei Cannabis und allen, meines Wissens bei allen Drogen, die beeinflussen sich gegenseitig. Jetzt haben wir noch ein Problem bei der ganzen Geschichte, was die Sache wahrscheinlich noch kritischer macht. Und zwar das Mischen von Alkohol und Cannabis. Dann wird nämlich die ganze Sache richtig kritisch. Oder sagen wir so, kann kritisch werden. Da kann plötzlich eine Psychose ausbilden oder irgendwas, das er vorher nie gehabt hat. Vorher schüttet er sich mit Alkohol oder trinkt er Alkohol und dann kifft er. Und dann haben wir zwei Drogen, die dann interferieren. Und das ist völlig irreproduzierbar. Und deswegen ist das ein Problem, schon mal alleine zwei Drogen zuzulassen. Man kann sich nur für eine entscheiden, weil wenn man die mischt, geht dann gar nichts mehr. Weil das ist ja dann noch unsicherer. Und hier haben wir das leider das Problem, dass Cannabis vermutlich, so ich es sehe, ungefährlich, also ab dem 23. Lebensjahr, da ist das Gehirn ungefähr ausgewachsen, vermutlich ungefährlicher ist als Alkohol. Aber es ist eben in unserem Rechtssystem einfach nicht greifbar, weil es so nicht reproduzierbar ist. Und deswegen sollte man, da wird man dann von jemandem plötzlich überfahren und der geht dann straffrei aus. Will das jemand? Ich weiß es nicht. Wer das will, soll, also so sehe ich die Konsequenzen. Das ist für mein, das sind die zwei Gründe, sind für mich, weswegen man Cannabis meines Erachtens entgegen allen anderen Argumenten nicht legalisieren wollte. Das ist meine Meinung, weil eben das in unser System nicht reinpasst. Sonst können wir das Rechtssystem knicken. Das ist auch das Ingenieurwesen. Also alles muss reproduzierbar sein. Das muss jeder Ingenieur, wenn er was ausrechnet, muss das auch machen. Und hier macht es halt der Gutachter, da macht es halt der Rechtsmediziner anhand von irgendwelchen festgestellten Kurven. Und bei Cannabis hat er halt verloren. Gut, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bilden Sie sich Ihre eigene Meinung. Ihr Ingenieur Hermann Ocholz.